Wir kehren zu unserem mit Spannung erwarteten Rennwochenende zurück, an dem heute das Training endet und das Qualifying beginnt. Training 3 bietet den Teams eine letzte Chance, ihre Setups zu optimieren, während die Fahrer jede Kurve der Strecke einstudieren. Sobald das Qualifying läuft, bleibt keine Zeit mehr zum Nachdenken. Die Fahrer treten gegeneinander an, um mit der Startaufstellung nach oben zu klettern und sich eine gute Ausgangsposition für das morgige Rennen zu sichern. Erfahren Sie hier, wer sich auf der größten Bühne des Motorsports behauptet. Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zum F1 Manager 2022. Singapur, ja, wir haben nicht mal viel zu tun im Training 3. Wollen uns dann nur noch ein bisschen um die Streckeneingewöhnung kümmern. Setups sind schon in Ordnung. Ein paar alte Teile wollen wir vielleicht noch verfahren. Da müssen wir mal gucken, ob wir noch einen älteren Motor haben wir nicht. Noch ein ganz altes Getriebe vielleicht? Ne, hier nicht. Da können wir also nichts mehr fahren. Reifenmischung fahren wir noch einmal Mittel runter einfach. Dann gehen wir einmal Mitte, einmal Softs ab und dann haben wir 4 Reifenmischungen fürs Qualifying auf jeden Fall zur Verfügung. Werden dann im Rennen vermutlich Soft-Medium fahren. Das sollte hinhauen. Wie viele Runden brauchen wir dafür? Ich habe keine Ahnung. Ich mache mal einfach Kraftstoff rein. Wir brauchen eine Minute 45, glaube ich, wenn wir hier so gemütlich fahren für eine Runde. Also es sollte genug Kraftstoff sein. So, haben wir hier noch ein paar alte Autoteile vielleicht. Ne, die Motoren kann man auch nicht mehr fahren. Damit wollen die nicht raus. Jo, ich muss ein... Achso, ich habe schon ein anderes ERS eingebaut. Aber da habe ich halt gar keine Reserve mehr. Hier, das Ding. Können wir auf jeden Fall fahren. Das sollte kein Problem sein. So, dann ballern wir noch ein bisschen Benzin rein. Und dann sollten die Jungs so in 10 bis 15 Minuten, denke ich, damit fertig sein mit den letzten 7%. Und dann schauen wir mal. Ja, ganz gut gelaufen ist für uns auf jeden Fall. Training 1 und 2. Denn wir haben 100% Setup bekommen und Magnussen hat sich einmal komplett zum Training 2 zu Beginn in die Bande geschossen, konnte also Training 2 komplett nicht mitmachen. Was haben wir? 18 Uhr haben wir. Und das ist natürlich gut für uns, ne? Wenn Magnussen da einer von den Haas-Piloten, mit dem wir so ein bisschen um Platz 6 konkurrieren, da vielleicht einen Nachteil hat. Mick Schumacher bekommt eine Startstrafe auf jeden Fall. Ich vermute wegen überzähliger Teile, die er da gerne fahren würde. Ja, da bin ich jetzt echt gespannt aufs Qualifying, wie wir abschneiden werden. Ab hier. Doch, da war schon wieder ein Konkurrent. Ich zeige es gleich nochmal auf der Strecke. Hier ist eine langsame Kurve, ne? Dann kommt hier eine DRS-Strecke und dann ist hier hinten alles relativ langsam. Also Sektor 3 hier hinten, ne? Das ist so unsere Stärke. Das war ein Unfall. Leclerc. Oh. Achtung, da ist Leclerc. Gott sei Dank war sonst niemand involviert. Das war ein böser Unfall. Also kein Training 3 für Charles Leclerc. Ich hoffe, der hatte vorher schon alles erledigt. Können Sie sich davon erholen? Wir werden sehen. Ja, und jetzt haben wir hier das Virtual Safety Car am Laufen auf jeden Fall. Mick Schumacher ist draußen, Magnussen steht immer noch in der Garage.
Ich weiß nicht ganz genau, was sie sich da denken, denn jetzt fährt Magnussen erst raus, nach 10 Minuten ungefähr oder 9,5. Denn die müssen ja auf jeden Fall noch ein bisschen was aufholen, ne, aus Training 2. Die werden jetzt wahrscheinlich das Setup noch nicht optimiert haben. Streckeneingewöhnung dürfte auch eher mau aussehen nach nur einer absolvierten Session. Also mal gucken. Wir könnten da uns einen kleinen Vorteil, beziehungsweise den Vorteil, den Magnussen hat, ein bisschen dadurch reduziert haben. Das wäre gut für uns. So, jetzt sind die Jungs hier gleich auf 100% Streckeneingewöhnung nach einer Viertelstunde. Und dann können wir die reinholen, dann können die noch ein bisschen Füße hochlegen, entspannen. Und dann geht's ins Qualifying. So, unsere Jungs stehen in der Garage, Leclerc auch. Tut mir ein bisschen leid für ihn. Ja, und da müssen wir schauen, ne, ob hier Sektor 3, ob das im Prinzip rausreißen kann, dass wir hier in Sektoren 1 und 2 nicht so gut unterwegs sind. Aber hier hinten diese engen Kurven, ne, da ist unser Wagen zumindest nicht ganz so kacke wie in den mittelschnellen und schnellen Kurven. Zwei Minuten müssen wir hier noch ausharren ungefähr. Mal sehen, ob noch irgendetwas passiert. Magnussen fährt auf jeden Fall die ganze Zeit jetzt durch. Jetzt kommt er rein. Nach ungefähr 24 Minuten. Scheint ja also zwei 24 Minuten Stints oder zwei 20 Minuten Stints ungefähr absolvieren zu wollen. Ja, wenn ihm das reicht. Mick Schumacher wieder draußen. Virtual Safety Car schon wieder. Tsunoda hat sich rausgeballert. Ich glaube, es gab einen Unfall. Glaube ich auch. Sehen wir uns die Wiederholung an. Schauen wir mal genau hin. Konzentrieren wir uns auf Tsunoda. Ja. Oh, ein schlimmer Unfall. Ja, die fahren auch alle so schön frontal dann in irgendwelche Banden rein, ne, weil es da halt wirklich, davon wirklich enttäuscht. Ganz wenig Auslaufzonen nur gibt. Also Tsunoda hat jetzt nicht super viel Training verpasst, trotzdem natürlich ärgerlich. Aber interessiert uns nicht so sehr, ne? Leclerc auch nicht. Die sind keine direkten Konkurrenten. Für uns dann eher Magnussen und Schumacher interessant. Die beiden Williams-Piloten Albon und Latifi interessieren uns wahrscheinlich nicht so sehr. Und da müssen wir mal gucken, was mit den McLaren-Piloten ist. Die scheinen hier auch ziemlich schnell unterwegs zu sein. Ah, gerade werden Magnussen und Schumacher beide schneller als Vettel. Also da müssen wir echt mal gucken. Eine Spitzenzeiten hier im Training 1:40,6. Das war über alle drei Sessions, glaube ich, relativ konstant, dass man da 1:40 Mitte ungefähr gefahren ist. Also im Qualifying wird es nochmal 2 Sekunden ungefähr schneller sein. Vielleicht auch 2,5. Good session. Ja, war eine super Session. Hat mir viel gebracht. Ja, also Sainz mit einer Startstrafe, ne? Schumacher mit der Startstrafe auf jeden Fall. Latifi und Albon auch. Macht keinen Unterschied, die werden eh von ganz hinten starten, denke ich mir. Von daher schauen wir mal. So, wir bauen jetzt natürlich die schönen Teile ein. Was haben wir denn hier? 89% und 86%. Also hier haben wir noch ein bisschen Auswahl auf jeden Fall.
So ein schönes Getriebe, 88%, 82%. Ja, eine fliegende Runde passt wohl. Softs sind auch komplett in Ordnung für mich. So, hier brauchen wir einen Motor, der wenigstens nicht sofort auseinanderfliegt. Ne, Gasly hat ja am Anfang der Saison, sage ich mal, ein bisschen Probleme auf der Strecke zu bleiben, nicht in eine Bande einzuschlagen, hat deswegen eine ganze Menge Teile kaputt gemacht. Also kann sein, dass wir für ihn nochmal nachkaufen müssen. Werden wir dann sehen. Vielleicht kommen wir auch so durch. Ich hoffe es ja. So, wir schauen ganz kurz aufs Wetter. Ne? Es wird trockenes Wetter erwartet für das ganze restliche Wochenende auch weiterhin. Von daher alles gut. So, dann schauen wir mal auf die Karte, wer hier vielleicht rausfährt, wo wir uns anschließen können. Da fährt ein McLaren raus. Oh, wollen wir da schon mitfahren? Warten vielleicht noch. Fahren nicht die... Was ist denn hier los? Mit Vettel raus direkt. Sondern warten, bis hier so ein Red Bull oder ein Ferrari rausfährt. Und dann klemmen wir uns einfach da vor oder hinten ran oder irgendwas. Um unseren ersten Lauf hier zu absolvieren. So, Vettel geht jetzt auf seine schnelle Runde. Also hätten wir mitfahren können, wäre kein Problem gewesen. Oh, mit Russell. Ja, mit Russell fahren wir mit. Kommt, Leute. Da haben wir doch bestimmt Bock drauf. So, Norris und Gasly vor Russell. Und dann können wir uns die Strecke mal angucken. Hier 21 Uhr ist es. Ja, Hamilton, Mick Schumacher fahren da raus. Alonso fährt jetzt. Vettel ist jetzt schon auf der Inlap. So, und Lando wird jetzt gleich auf die Start-Zielgerade einbiegen. Hier diese letzte Doppelkurve nenne ich es mal. Und da sind wir auf der Start-Ziel. Haben freie Strecke, wie es aussieht. Schöne Kurvenkombination hier direkt am Anfang. Die dürfte uns auch noch einigermaßen liegen und dann wird es jetzt ziemlich schnell. Und wir sehen hier wirklich wenig Platz überall. Die erste bzw. zweite DRS-Zone hier auf der Strecke. So, und jetzt kommen wir hier nach dieser Geraden und der Schikane danach kommen wir dann in das Gebiet, wo unsere Autos nicht ganz so schwach sind, wo wir also nachher im Rennen eine Chance haben werden zu überholen. Hier ganz enge Kurve gleich, Linksknick, da geht es langsam runter, hier nächste DRS-Strecke dann. Und dann geht es hier gerade weiter mit den langsamen Kurven. Immer wieder von so kurzen Zwischengeraden unterbrochen. Mal eine bisschen schnellere Kurve ist drin auch mit. Aber ansonsten hier diese ganzen 90-Grad-Kurven, ne, da schneiden unsere Autos nicht ganz so schlecht ab. Sind natürlich immer noch recht weit hinten im Feld. Aber nicht mehr ultra weit hinten. So, und dann gucken wir mal. Vorne 1,39,2 gefahren. Das ist noch relativ langsam. Ist gerade mal 1,2 Sekunden schneller als im Training. Norris sogar schneller als Vettel. Und Gasly knapp langsamer als Vettel. Russell natürlich noch mal ein bisschen schneller da. Mit 1,38,4. Ne? Das ist so eine Zeit, wo ich sage, damit hätte ich gerechnet. Hamilton vorne auch schnell, also wir
1,2, 1,4 Sekunden langsamer als die Mercedes auf jeden Fall. Gasly ist mir noch ein bisschen zu langsam, muss ich sagen. So, wir ziehen hier nochmal ein paar frische 93%. Okay, vielleicht bräuchten wir gar nicht unbedingt super frische Reifen, aber wir wollen es natürlich unbedingt beide in Q2 schaffen. So, und Gasly müsste noch ein bisschen Gas geben auf jeden Fall. Ich schätze, die Wagen fahren so raus 3,5 Minuten vor Schluss ungefähr und da müssen wir uns halt irgendwo mit einklinken. Vielleicht wollen wir vorne wegfahren einfach, ne? Wir setzen eigentlich auf Windschatten irgendwie groß, sondern auf Clean Air. Lassen ein bisschen Abstand zwischen unseren Wagen. Und gucken mal, denn so sieht es knapp aus, aber machbar. Ja, machbar wäre es, aber es ist jetzt nicht so safe, dass ich sagen würde, wir müssen da nicht nochmal rausfahren. Wir warten einfach, bis hier alle drin sind. Und dann werden wir uns mal auf den Weg machen. Wir dürfen natürlich auch nicht zu früh rausfahren, sonst kommen wir direkt in den ganzen Outlap-Verkehr. Und wenn wir jetzt losfahren würden, würden wir wahrscheinlich genau in den Verkehr reinkommen. Deswegen chillen wir hier noch kurz, dass wir nicht zu viel Vorsprung einfach haben. So, und dann wollen wir jetzt ungefähr bei 3,40 los. Auf geht's. Ich sehe nichts. So, zweiter Wagen raus. Und jetzt kommt der Rest, ne? Also wir haben einen kleinen Vorsprung, aber nicht so einen großen Vorsprung, dass wir uns da mit den anderen Wagen irgendwie ins Gehege kommen würden. Die Haas fahren ganz hinten hinter den Ferraris raus. Also, und dann werden wir gleich mal gucken, dass wir bei Norris eine Cockpit-Runde mitfahren. Und dann schauen wir mal, ob die Jungs hier besser werden. Also rauf auf die Startziel. Dann kommt hier wieder diese Kurvenkombination, ne, wo es erstmal eng wird, dann wieder ein bisschen offener diese Rechtskurve und dann nochmal eine ganz enge Linkskurve. Und dann nach diesem Rechtsknick die erste DRS-Strecke der Runde. Geht hier bis zu diesem Linksknick, ne? Da muss man natürlich aufpassen, da ist ein bisschen Auslaufzone geradeaus, aber wenn man da einlenkt und dann rutscht, hat man halt nur noch die Bande, die einen bremst. Wir haben es schon ein paar Mal gesehen. Gasly wird nicht unbedingt schneller, das ist schade. Das wäre nämlich super, wenn er schneller werden würde. So, Norris macht es hier aber schön, wie es aussieht. So, und jetzt kommt hier der Abschnitt, wo unsere Wagen relativ stark sind. Hier nochmal die DRS-Strecke Nummer 2 offiziell. Norris auch mit einer kleinen Verbesserung hier unterwegs. Gasly jetzt auch mit einer kleinen Verbesserung in Sektor 2. Keine Ahnung, was da bei ihm in Sektor 1 los war. Da sehen wir das Riesenrad wunderschön. Kleine Brückenunterführung und immer wieder diese engen, langsamen Kurven, die unseren Wagen besser liegen als die schnellen Kurven. Also hier rauf auf die Startziel. Norris hat sich ein bisschen verbessert, aber nicht entscheidend. Also ist minimal die Verbesserung wirklich. Gasly hat sich enorm verbessert. Okay, also der hat da in den Sektoren 2 und 3 scheinbar nochmal richtig viel rausgeholt. Ist jetzt sogar schneller als Ricardo. So, dann schauen wir mal, was das insgesamt für uns bedeutet. Ich denke, beide Fahrer sind im Q2 gelandet. Ja, das sieht gut aus. Magnussen hat es geschafft, Schumacher ist direkt schon mal raus. Also Sainz mit einer 1,37,3 hier vorne. Das
Ist nicht schlecht, 0,2 schneller als Verstappen. Bringt ihn mich nichts, weil er eine Startstrafe erhalten wird, wenn er das jetzt halten könnte. Wir auf den Plätzen 11 und 12, also knapp hinter Platz 10. Ne? Da müssten wir noch minimal schneller werden tatsächlich. Ne? So 0,2 müssten wir vielleicht nochmal drauflegen, damit wir hier an Ricardo und Joe vielleicht vorbeikommen. Das wäre super, wenn wir wenigstens einen Fahrer ins Q3 bringen würden. Das wäre so unser Ziel. Ja, Magnussen hat es geschafft. 0,2 langsamer als unsere Jungs. Beziehungsweise 0,3 sogar langsamer als Gasly. Ja, die beiden Williams, ne? Startstrafen für die irrelevant. Mick Schumacher wird dann da starten. Und dann Bottas auch ganz hinten und Stroll. Oh, okay. Die werden dann also auf 17 und 16 starten, denke ich mir. Hätte ich nicht unbedingt gedacht, dass Bottas da hinten landet, und von Stroll hätte ich es auch nicht erwartet. Ne, Tsunoda auch mit keiner guten Leistung hier erstmal. Aber wir schauen erstmal. So, wir haben noch zwei komplett gute Reifenmischungen, die wir benutzen können. Und die sollten wir wahrscheinlich auch benutzen, ne? Denn wenn wir hier durchs Q2 kommen ins Q3, da ist unsere Leistung egal, da können wir eh nichts mehr reißen. Da kommen wir halt knapp rein und das war's dann. Radio check. Wir schauen mal auf die Strecke, warten hier wieder. Achso, wir können uns die Strecke nochmal angucken, ne, ist alles gut. Bleibt wunderschön sonnig. So, da fährt ein Magnussen raus. Wollen wir mit Magnussen direkt mitfahren? Nee, ne? Warten noch mal kurz. Da kommt ein Hamilton. Vor dem reihen wir uns einfach ein, würde ich sagen. So, Norris, Gasly, raus mit euch. Oh, Gasly vielleicht hinter Hamilton. Ja, Gasly hinter Hamilton. Und Norris davor. Aber ist in Ordnung. Solange wir freie Strecke haben. Und dann können wir bei, fahren wir bei Gasly einfach mal mit auf dem Frontflügel. Ja, ich denke schon. Da sehen wir vielleicht ein bisschen mehr, weil ein paar Wagen vor uns sind. So, jetzt fahren dann natürlich ein paar raus. Das heißt, wir hätten doch vorne bei Norris mal gucken sollen, wie er da aufgehalten wird, eventuell. Oder die Runde gleich abbrechen und nochmal neu rausfahren. Wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Aber wir hoffen jetzt einfach mal, dass die Wagen, die da rausgefahren sind, uns nicht allzu sehr aufhalten. An einem Ferrari ist Norris schon vorbei. Der zweite Mercedes ist ja noch vor ihm. Russell, wie es aussieht. Während Gasly hier bisher noch freie Fahrt hat. Da vorne haben wir, glaube ich, schon den Ferrari gesehen. Da scheint der Hamilton ein bisschen aufgehalten zu haben hier in der Kurve. So, der könnte jetzt mal ein bisschen Platz machen, der Ferrari, finde ich. Dass wir hier nicht bremsen müssen, ihn nicht unbedingt in der Kurve einholen. Ja, da konnten wir nicht voll beschleunigen, ne? Wir haben es gehört. Norris, Sektor 2 mit Bestzeit trotzdem. Aber das wird nicht stehen bleiben, ne? Das ist wahrscheinlich nur bei Hamilton, da auch vom Ferrari aufgehalten wurde, richtig in Sektor 2. Ha, ärgerlich. Also erster Durchgang hier schon mal im Eimer. So, vor uns ein Alpha Tauri, wie es aussieht. Ja, nee, das sind keine guten Zeiten, die wir da hingelegt haben. Sehr, sehr schade. Sehr, sehr schade. Also damit, mit den Zeiten würden wir nicht weiterkommen.
So, dann ziehen wir hier noch einmal frische Reifen auf. Müssen halt gucken, dass wir eine freie Runde dann hinbekommen, auf jeden Fall. Und schauen mal, was müssten wir denn? Also wir müssten noch deutlich schneller werden, ne? Wir wurden jetzt halt sehr, sehr krass aufgehalten, auf jeden Fall. Aber das sollte machbar sein, hoffe ich. So, Vettel kommt rein, ne? Wir könnten jetzt rausfahren, aber wir warten noch ein bisschen. Bei 3,40 würde ich halt gerne wieder rausfahren, ungefähr. So, wir gehen mal hier zur Karte. Ein kleines bisschen später könnten wir uns leisten wahrscheinlich. Aber es hat so ganz gut gepasst, denke ich. Oh ja, da fahren sie schon. So, vor den Red Bulls raus. Dann sollten wir Clean Air haben. Und hoffen dann, dass Norris hier sich deutlich verbessern kann. Gasly müsste sich ganz schön krass verbessern, ne? Der bräuchte 0,8. Bei Norris sind es jetzt nur 0,3 ungefähr, die er da nachlegen müsste. Wir gucken mal, ob das machbar ist für die Jungs, dass einer hier ins Q3 kommt. So, da haben wir Norris. Auf geht's, Junge. Vollgas. Dreh auf. Oh, ich hoffe wirklich, ne, dass wenn wir die McLaren hinter uns lassen könnten, wäre das wirklich sehr, sehr gut. Wenn Magnussen irgendwie ja, zumindest hinter einem von unseren Fahrern starten würde, wäre das toll. Aber ich denke, Gasly könnte Magnussen auch sogar noch schlagen hier im Qualifying. Vor ihm starten. Nachher im Rennen. Das sollte machbar sein. So, Norris, ersten Sektor gelb. Das ist natürlich unerfreulich. Das ist sogar super unerfreulich. Aber wir haben es vorhin bei Gasly gesehen, ne? Das muss noch nichts bedeuten. Wir können halt die Zwischenzeiten nicht vergleichen, die einzelnen Sektoren. In Sektor 2 bei beiden Grünen. So, und dann schauen wir mal, wer heute der schnellere von den beiden Jungs ist. Und ich hoffe wirklich auf Q3. Es wird schwierig mit dem Wagen auf jeden Fall. Aber es wäre gut für die Kasse. Es wäre gut fürs Rennen nachher. Norris hat es nicht geschafft auf jeden Fall. So viel kann ich schon mal verraten. Gasly hätte es geschafft. Nach dem aktuellen Stand. Also der ist hier heute ein Zehntel schneller unterwegs als Norris. So, dann gucken wir mal, wo kommt der Rest rein. Gasly hat es geschafft. Gasly ist in Q3, Norris leider nicht. Aber ich glaube vor Magnussen noch, ne? So, also fürs Geld war das schon mal gut. Wir haben beide Fahrer ins Q2 gebracht. Das war ein Ziel von uns. Und wir haben einen Fahrer ins Q3 gebracht. Auch das war ein Ziel. Und dann schauen wir mal. Also wir starten hier dann wahrscheinlich abwechselnd mit dem McLaren, wie es aussieht. Und Magnussen sogar noch hinter Vettel. Tsunoda auf dem 15. Platz. Also die beiden Alpha Tauris werden hier nebeneinander starten sogar auf 15 und 16. Dahinter dann Bottas und Schumacher. Und dann die beiden Williams. Und hier haben wir es halt. Ja, müssen wir gucken, wer neben Gasly starten wird. Der wird auf dem 10. bleiben, denke ich. Hier nochmal Zeit rauszuholen, glaube ich nicht dran, ehrlich gesagt. Aber ist auch egal. Und dann startet Ricciardo neben Norris und Vettel neben Magnussen.
Also das könnte interessant werden. Am Rennstart dann. Aber jetzt schauen wir erstmal. Ach so, Sainz könnte auch noch richtig weit nach hinten, ne? Und dann rücken wir vielleicht alle noch eine Position auf. Und dann startet wirklich Gasly neben Ricciardo und Norris gegen Vettel. Das könnte interessant werden. Da haben wir das direkte Duell auf jeden Fall. Mit den, nee, wir nehmen alte Reifen. Mit dem McLaren dann. Da hätte ich schon Bock drauf. So, diesen Reifensatz hier müssen wir aufheben. Fürs Rennen auf jeden Fall. So, Qualifying. Sind wir bereit? Ich denke schon. So, und da müssen wir jetzt zusehen, dass wir relativ schnell rauskommen. Radio check, okay. So, wir gucken mal, wann sich hier jemand bewegt. Da kommt Hamilton direkt angefahren. Dann versuchen wir hinter Hamilton rauszukommen. Ich glaube, ich will knapp vor Hamilton raus. Und dann hoffen wir natürlich auf eine freie Strecke. So, da fahren schon ja fast alle raus. Alle fahren da raus. Okay, gut. Das heißt, wir haben hier für den ersten Run schon mal eine freie Strecke. Keiner, der uns stresst. Für den zweiten Run sollten wir dann auch eine freie Strecke haben. Dann gucken wir mal, was Gasly hier abliefert. Ich hoffe ja auf Großartiges. Ich weiß gar nicht, wen könnten wir denn hier schlagen, realistisch gesehen. Joe mit ganz viel Glück. Ocon, Alonso schon wieder nicht mehr. Die Mercedes, Red Bulls, Ferraris, nee. Ich weiß nicht, wie die Alpinen hier sind auf der Strecke. Die sahen jetzt nicht super stark aus. Die Alphas, also die Alfa Romeos, scheinen hier ein bisschen Schwierigkeiten zu haben. So, Gasly, wie sieht's aus? Was für eine Zeit kriegt er hier hin? Wir bräuchten was, eine 38,6 oder sowas? 38,8, um an Joe vorbeizukommen. Ich glaube, wir halten gerade, wer war das? Hamilton hinter uns auf. Na, noch nicht ganz. So, dann schauen wir mal. Wo landen wir? Eine Sekunde hinter Hamilton, aber wir sind so ungefähr im richtigen Bereich, denke ich. Ja, Joe langsamer als wir, 0,2 bisher. Das ist gut. Also 9. Platz. Das wäre wirklich, wirklich gut. Ich weiß nicht, ob Joe jetzt auf komplett kaputten Reifen gefahren ist. Warte, das können wir aber nachgucken, ne? Nee, Joe ist, die sind alle auf neuen Reifen gefahren gerade. So, dann ziehen wir hier nochmal. Ja, die sind ja gleich scheinbar auf den Mikrometer. Oder wir können einfach nicht so genau nachmessen. So, wie machen wir es denn? Fahren wir diesmal hinter allen her? Könnten wir eigentlich, ne? Das ist ein bisschen entspannter. Oder wir fahren halt wieder vor allen weg. Wir schauen mal gerade auf die Streckenbedingungen. Ja, der Grip nimmt zum Ende noch mal ein ganz kleines bisschen zu. Also je länger man da wartet, desto
besser könnte das tatsächlich werden dann. Und es fahren jetzt nicht mehr so viele Wagen raus. Also wenn die hier nicht super krass rumbummeln, können wir hinterherfahren. Ja, nee, die sind pünktlich. So, da müssen wir jetzt mal schauen. Drei Wagen unterwegs. Da kommt Nummer 4. Wir hängen uns hier einfach mit rein. Das sollte passen. Da haben wir eine schöne Lücke gefunden. Ah, nicht, dass wir Joe jetzt Windschatten geben. Das wäre natürlich fatal. Ja, vielleicht geben wir ihm auch richtig fies Dirty Air. Und dann verkackt er. So, da hinten haben wir Joe gesehen. Gibt's eigentlich sowas hier? Da können wir mal gucken. Gucken wir mal ein bisschen hinten raus, was Joe da anstellt. Ob wir von ihm wegkommen oder ob er eher rankommt. Da können wir den Flügel auch mal hier bei der Arbeit beobachten. Außerhalb der DRS-Zone gibt es ja nicht, also außer am Ende und am Anfang der DRS-Zone gibt es ja da nicht viel zu sehen. So, beide sind auf grün unterwegs, Gasly und Joe. Also mit einer Verbesserung hier. Sainz hat einen neuen schnellsten Sektor 1 gesetzt. Der Abstand scheint aber ungefähr gleich zu bleiben, oder? Kann man sich einbilden, dass Joe da ein bisschen näher kommt? Oh, Gasly zweiter Sektor, leider nur gelb. Joe mit dem grünen zweiten Sektor. So, gleich sind wir durch. Da ist die Zielflagge. Also Zeit der Session um. Oh, dritter Sektor auch gelb, aber für Joe auch. Aber wir sind schneller geblieben als er. Also wir beide konnten sich nicht verbessern, wie es aussieht. Also startet Gasly tatsächlich vor Joe. Das ist gut. Da müssen wir nicht an dem vorbei. Und dann haben wir eine wunderbare Startreihenfolge hier. Also Lando zwischen den beiden McLaren, verfolgt von Magnussen, Schumacher ein bisschen weiter hinten. Und Gasly noch vor Joe. Klasse. Beziehungsweise, ja, müssen wir mal gucken, ob das neben ihm ist, wie weit Sainz wirklich nach hinten rutscht oder nicht. Auf jeden Fall wird Norris neben einem McLaren starten, so viel steht schon mal fest. Und einer der McLaren dann hinter Pierre Gasly. Also, das könnte ein interessantes Rennen werden. Wir hoffen natürlich auf Punkte. Wir hoffen, dass die Haas keine Punkte bekommen. So viel steht auch fest, beziehungsweise dass wir einfach deutlich mehr Punkte bekommen als die Haas, damit wir wieder den sechsten Platz übernehmen können und damit mehr Geld bekommen für die nächste Saison. Das wäre super. Schauen wir uns beim nächsten Mal an das Rennen. Für heute war es das schon wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.